Markus, ich habe hier ein Anschreiben in Word. Da sind oben für die Empfängeranschrift schon Inhaltssteuerelemente eingefügt. Und ich möchte jetzt, dass bei der Anrede der Nachname wiederholt wird und dass die korrekte Anrede verwendet wird. Geht das? Mit ein paar Tricks, Ute, lässt sich das umsetzen, denn Inhaltssteuerelemente und die Anrede, die du typischerweise mit einer Feldfunktion zusammenbaust, sind nicht unbedingt miteinander kompatibel. In dem Anschreiben sind oben die Inhaltssteuerelemente als Formularfelder hinterlegt und zum Teil dann auch durchaus mit Dropdown, dass man hier festlegen kann, ob es ein Herr oder eine Frau ist, dann die Namen, Vorname, Nachname, Straße und so weiter. Unten drunter soll nun die Anrede automatisch korrekt zusammengebaut werden. Das geht letztlich nur, indem man auf Textmarken zurückgreift und dann auf ein paar pfiffige Feldfunktionen. Hintergrund, wir haben hier oben dieses Inhaltssteuerelement und da kannst du jetzt auswählen und sagen, also Frau, Ute, Simon und dann die entsprechende Straße und Postleitzahl und Ort. Und auf Basis dieser Informationen soll jetzt diese Anrede gemacht werden und da wechsle ich mit Alt und F9 mal in die Feldfunktion und dann sieht man, es heißt Liebe, denn oben steht entweder Frau oder Herrn, also kann ich nicht einfach den Herr übernehmen, weil sonst wird es Liebe Herrn heißen. Ich muss also ein bisschen das zusammenbauen und das mache ich über eine If-Feldfunktion. Und die If-Feldfunktion prüft als erstes den Inhalt einer Textmarke, Anrede. Und dann wird geprüft, ob da ein Herrn drin steht und wenn ja, dann soll er als Ergebnis dieses R für lieber Herr anzeigen und ansonsten soll er einfach nur Frau anzeigen. Und hinten dran ist eine weitere Feldfunktion, auch wieder mit einem Ref auf eine Textmarke, nur auf den Nachnamen. Und wenn wir jetzt mit Alt F9 wieder zurückkehren zum Ergebnis, jetzt markiere ich die Zeile und drücke nur noch einmal F9 und dann steht die Anrede richtig da. Wie funktioniert es? Ja, wir haben eben diese Textmarken und die Textmarken kann ich mir anzeigen lassen über die Registerkarte einfügen und dann gibt es hier bei links den Befehl Textmarke. Und da sieht man, es gibt eben genau diese zwei Stück und die sind um dieses Inhaltssteuerelement drumherum gelegt. Das heißt, die Auswahl, die ich hier treffe, befindet sich letztlich innerhalb einer Textmarke und somit kann ich über das Reffeld nachher auf diese Daten zugreifen.